Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir auf Dust MC Skull Hunter. Das ist ein Spiel, was ich zweimal vorher gespielt habe, also anderthalb Runden. Danach ist mein Minecraft abgestürzt. Aber ich habe es halt schon vorher einmal ganz kurz gespielt. Und zwar ist Skull Hunter ein Spiel, wo man halt Gegner töten muss, wie bei einem Free for All. Bloß, dass man dann Köpfe bekommt pro Kill. Und man rackt halt full life nach einem Kill. Und man bekommt halt Köpfe. Und diese Köpfe muss man dann zu einem bestimmten Strahl bringen. Also zu so einem Strahl. Ihr seht, hier oben ist schon so ein Strahl. Der verändert sich jedes Mal, wenn ein Kopf abgegeben wurde. Also verändert er sich sozusagen die Position. Und man muss dann halt im Prinzip... Lol, er hat das Spiel verlassen. Abfucker. Mega Abfucker. Jetzt sterbe ich wegen ihm. Er hat mich so low gemacht, dass er einfach... Und wenn er dann einfach lieft und ich den Kill nicht bekomme, rag ich halt nicht. Okay, nice. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich zum Beispiel einen Kopf. Den muss ich jetzt zum Strahl bringen. Gerade war der Strahl noch hier, aber der Typ hat halt seine Köpfe abgegeben, bevor er getötet wird. Oder wurde. Und jetzt müssen wir halt einen neuen Strahl suchen. Hier seht ihr, hier ist diesmal der Strahl. Jetzt müssen wir den suchen, schnell abgeben. Oh scheiße, jetzt hat er die vor uns abgegeben. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich will kein Risiko eingehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Strahl ist, weil jemand hat die Köpfe vor uns abgegeben. Also hat seine Köpfe vorher und vor unseren abgegeben. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wo ein Strahl ist. Ich werde jetzt aber trotzdem mal so ganz risky drauf gehen. Okay. Wo ist denn der gute alte Strahl? Der Strahl müsste hier unten sein. Wir haben zwei Köpfe. Ne, wir haben nur einen Kopf. Ich verstehe nicht, warum. Eigentlich müssten wir zwei Köpfe haben. Aber... wir geben sie schnell ab. Okay, wir haben einen Kopf abgegeben. Normalerweise hätten wir eigentlich zwei haben müssen. Ich check das auch nicht. Anscheinend kann man nur einen Kopf kriegen. Okay, wir gehen ganz risky drauf. So, und haben zwei Köpfe, komischerweise jetzt. Ich weiß nicht, ob die vielleicht nach einer bestimmten Zeit verschwinden. Auf jeden Fall haben wir zwei Köpfe bekommen. Ich weiß nicht, ob der Gegner die Anzahl der Köpfe, die wir haben, bekommt, wenn er uns killt. Da bin ich mir nicht sicher. Das will ich aber auch nicht ausprobieren. Okay, doch, ich will es schon ausprobieren, wenn der Gegner Köpfe hat, aber mich halt nicht selber dafür killen lassen. Zumal ich es nicht herausfinden würde. Logik pur. Also, ich müsste halt jemanden killen, der schon Köpfe hat, deswegen bin ich mir nicht sicher. Und jetzt will er abstauben, jetzt will er abstauben, aber er schafft's nicht. Komm, komm, komm. Ja, Mann. Okay. Wo ist der Strahl? Wo ist der Strahl? Wir müssen jetzt Köpfe abgeben. Wir werden das Ding eh nicht gewinnen, weil irgendwie Leute so schnell das schaffen. Aber der ist nicht gut, der ist nicht gut. Wo ist der Strahl? Wo ist der Strahl? Oh, da will einer von hinten, da will einer von hinten abstauben. Wir haben vier Köpfe, Leute. Wenn wir das jetzt versauen, ne, dann hasse ich mich. Wo ist der Strahl? Hier ist der Strahl, hier ist der Strahl. Wir sind auf der Zielgeraden, wir sind auf der Zielgeraden. Komm, komm, komm! Ja, Mann! Wir sind Siebter, wir sind Erster, beziehungsweise wir teilen uns den Platz mit jemandem. Okay, jetzt führt er wieder mit einem Kopf. Aber wir finden auch keine Gegner, Leute. Also ich finde das Spiel ganz lustig. Ich denke, ihr checkt das. Habt es schon gecheckt bei dem Spielverlauf. Zumindest müsstet ihr es gecheckt haben. Sonst seid ihr dumm. Danke für den Boost, mein Lieber. Nein, 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 nein. Lass mich den Kopf abgeben. Danke für den Boost. Jetzt habe ich meinen Kopf abgegeben. Danke, mein Lieber. Okay. Da haben wir uns gekillt. Oder beziehungsweise killen lassen. Aber wir haben eine 4,0er KD. Bitte, mein Lieber. Stirb. Oh Mann, er ist nicht gestorben. Kriegt man hier keinen Fallschaden? Ne, man kriegt keinen Fallschaden. Der ist nicht ganz so gut. Anscheinend. Aber gibt uns trotzdem ein bisschen was mit dem Schwert. Ich glaube, es hat schon jemand die Köpfe vor uns abgegeben. Bei diesem Strahl. Also er wechselt halt immer. Ne, doch nicht. Er wechselt halt immer. Und jetzt haben wir ein neues Kit bekommen, das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, vielleicht ist das immer random, ob man jetzt so ein Scheiß-Kit bekommt oder nicht. Aber auf jeden Fall haben wir ein Scheiß-Kit. Vielleicht bekommt man das nach 10 Köpfen.
Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade das übelste Scheiß-Kit und werden damit nichts reißen können. Und müssen auf Abstaubing zählen. Aber der ist low anscheinend, sonst wird er nicht wegrennen. Weil wir haben ja das übelste Scheiß-Equip, da müssten wir theoretisch ja... Oh nein, 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 das war ein Fehler, das war ein Fehler. Nice, den haben wir. Okay, wir haben einen Kopf bekommen. Und müssen gucken, ob wir das Ganze jetzt abgeben können. Ne, da hat einer vor uns abgegeben, da hat einer vor uns abgegeben. Da hat noch einer vor uns abgegeben. Ist der jetzt wieder hier? Ne. Wo ist er denn? Ne, hier ist er schon mal nicht. Da oben könnte er sein. Also nach einer Zeit kennt man halt alle Standorte. Er ist da oben, er ist da oben. Da sind so viele Spieler, da sind so extrem fucking viele Spieler. Und es gibt nur einen Weg. Oh, da hat jemand vor uns abgegeben. Wir könnten jetzt mal gucken, ob wir... Da will uns jemand abstauben, Beziehungsweise nicht abstauben, aber... Ich sag halt immer abstauben. Komm. Ja! Nice. Wir sind aber nicht mehr erst. Oh nein, da hat jemand so gut rasiert. Nice. Komm, hier. Ja. Nein. Bitte nicht vor mir. Okay, gut. 12. Zweiter. Mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Es gibt ja noch lange Zeit. Nein. Okay, der hat auch bestes Equip. Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit diese Scheiß-Kit haben. Oder Kit. Ist relativ, aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Wir müssen mega auf Abstauben zählen. Ich finde das ein bisschen unfair, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das halt normal nach einer bestimmten Anzahl von Kills oder Köpfen. Aber unsere KD geht da schon weit runter. Aber wir schlagen uns nicht so extrem scheiße, finde ich. Ah, hä? What the fuck? Was? Wir haben auch nur zwei fucking... Ja, GG, Staub ab, genau. Hurensohn, ohne Spaß. Ganz klassischer Hurensohn. Bumblebee. Ey! Wie killen die mich so gut? Aber ich finde das auch ganz ehrlich mega unfair. Meine KD geht jetzt dadurch im Eimer, weil ich so ein Scheiß-Kit habe. Warum habe ich so ein Scheiß-Kit? Könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, falls ihr das Spiel gut kennt und euch damit mega gut auskennt. Ich meine, ich war in Führung und dann kommt da irgendwie so ein Hurensohn-Kit. Ohne Spaß, was habe ich für ein Scheiß-Kit? Damit hat man doch keine Chance gegen Full Iron mit Iron Sword. Ja, okay, Ketten. Aber trotzdem hat man da keine Chance. Okay, der ist auch schlecht. Den können wir vielleicht noch killen, das ist unsere Chance. Ja, okay, den haben wir. Und dann können wir den Kopf abgeben. Okay, das war nice. Aber wir sind schon nicht mehr in der Top 3. Weil irgendein Hurensohn sich gedacht hat, geben wir den mal Lederdings. Nein, keine Ahnung, das muss wohl vom Spiel irgendwie geregelt worden sein. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Warum haben wir jetzt dieses Scheiß-Ding? Dieser Domi ist scheiße. Den können wir ein bisschen... Ja, den haben wir. Und da ist schon das Ding. Das war perfekt für uns. Jetzt haben wir... Wir hatten gerade eine richtig geile Dings. Anscheinend, wenn man die Köpfe abgibt, bekommt man immer im Spielverlauf schlechtere Sachen. Und jetzt haben wir aber wenigstens... Okay, es ist, glaube ich, noch schlechter als... Nein, dieser Hurensohn. Ohne Spaß. Ohne Spaß! Das macht doch keinen Spaß! Wenn er da einfach... Wie so ein Scheiß... Aber das Spiel bockt relativ, meiner Meinung nach. Hat doch hier so lustige Partikel. Kann man, glaube ich, mit einem Mod holen. Oder mit einem Plugin. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so mega gut aus. Ja, okay. Er hat seine Dinger noch gesaved. Aber dafür haben wir jetzt ihn jetzt gekillt. Hätte er ihn nicht gesaved, hätten wir gucken können, ob man die Anzahl der Köpfe dann bekommt. Wenn ja, dann ist es natürlich mega OP. Okay. Hier ist es natürlich nicht. Aber wir haben uns nicht so mega schlecht geschlagen. Okay, ist er jetzt hier? Nee. Ah, bitte, nein! Okay. Ganz klassischer Fall von Nichtskönner, der einfach nur durch Equip-Vorteil gewonnen hat. Muss man doch mal so sagen, Leute. Ist doch so. Oh! Nein! Wie?
Ich war. Mich regt's gerade ganz ehrlich so mega auf, dass wir so ein Scheißding bekommen. Okay. Wir waren mega, mega gut eigentlich. Und er hat gewonnen. Wir sind Vierter geworden, okay. Also ich muss zugeben, hätten wir diesen scheiß Equip-Nachteil nicht, aber das hatte, glaube ich, jeder. Ohne Spaß, aber dann rennen da halt so Full-Iron-Leute rum und meinen, ja, okay. Ja, also ich finde das Spiel eigentlich ganz, das Minigame, ja, Minigame, eigentlich ganz nice, bloß irgendwie dieses mit dem, wenn man eine bestimmte Anzahl von Köpfen dahin gebracht hat, bekommt man schlechteres Equip, finde ich irgendwie scheiße, weil dann sind natürlich so Noobs, die halt eigentlich mega schlecht sind, mit Full Iron da und dann kenne dich trotzdem, weil die einfach so einen enormen Equip-Vorteil haben. Also Leute, man kann echt damit nichts reißen mit einer Lederrüstung und einem Holzschwert gegen Full Iron mit einem Eisenschwert. Also das finde ich, muss man noch ein bisschen überdenken. Ja, keine Ahnung, ist so meine persönliche Meinung. Ja, aber sonst finde ich das, den Spielmodus ganz nice. Wäre dieser Equip-Nachteil nicht da, hätten wir vielleicht gewonnen, wäre eigentlich Player of the Match. Okay, leider war ich das nicht. Aber meine KD, ja okay, wir waren schon ein bisschen schlechter, aber am Anfang hatten wir eine 4er KD und zwischendurch sogar noch besser, glaube ich. Aber wäre dieser Equipment-Nachteil nicht gewesen, wären wir viel weniger gestorben gegen Noobs in dem Sinne. Kann man ja, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Aber gut, ich finde es sonst ganz nice. Wir haben uns nicht so extrem schlecht geschlagen, dafür, dass ich auch nicht der Ober-Pro im PvP bin, sondern wer mich kennt, muss wissen oder wird wissen, dass ich wirklich nicht so der Beste im PvP bin und dafür haben wir uns eigentlich recht gut geschlagen. Ja, das war es eigentlich schon, was ich so sagen wollte zu dem Spielmodus. Ja, kleine Runde gespielt, die gar nicht so schlecht war, dann ein kleines Fazit gezogen. Ist auch mal ganz nett. Ja, hoffe ich konnte euch mit diesem Video unterhalten. Wenn ja, dann gebt doch gerne mal einen Kommentar ab oder eine positive Bewertung. Ja, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.